Elektroinstallationspläne in DRAW, LibreOffice 7.2. Mit Danksagung an die Autoren der zugrunde liegenden Kurzanleitung: Volker Hegemann, Jochen Schiffers, Klaus-Jürgen Weghorn. Siehe Link am Schluss. Einfügen neuer Ebenen. Mit einem Rechtsklick auf die Ebene öffnet sich das Kontextmenü und wählen Sie Ebene einfügen. Diese Ebene bekommt den Namen Scan. Bei Beschreibung können Sie zum Beispiel Ihre Projektdaten eingeben. Klicken Sie nun auf OK. Erstellen Sie nun eine weitere Ebene mit dem Namen Weiße Fläche. Das gescannte Original in das neue DRAW-Dokument bringen. Wählen Sie die Ebene Scan und im Menü wählen Sie Einfügen Bild. Im folgenden Dialog muss die Datei gesucht werden. Durch Klicken auf den Button Öffnen wird die gescannte Zeichnung, also der Plan, in das neue Dokument in die Ebene Scan eingefügt. Die gescannte Zeichnung wird im Folgenden als Scanplan bezeichnet. Wählen Sie den noch ausgewählten Scanplan zunächst einmal ab mit der Taste Escape. Den eingefügten Scanplan, das Bild skalieren. Waagerechte Maßlinie. Suchen Sie im Scanplan einen gut sichtbaren Bereich, zum Beispiel eine waagrecht dargestellte Tür mit dem NOR-Maß von 88,5 cm. Stellen Sie die Zoom-Einstellung auf 600% und verschieben mit den Scrollbalken die Tür etwa in die Mitte des Bildschirms. Wählen Sie in der Symbolleiste Zeichnung das Zeichensymbol Maßlinie. Zeichnen Sie nun eine waagrechte Maßlinie und halten dabei die Umschalttaste gedrückt. Senkrechte Maßlinie. Zeichnen Sie eine weitere Maßlinie senkrecht. Suchen Sie eine Tür, diesmal mit einem senkrechten Verlauf. Zeichnen Sie eine senkrechte Maßlinie mit gedrückter Umschalttaste. Sie können erkennen, dass die Maßlinien gegenüber den Werten im Plan größer sind. Beachten Sie bitte, dass leichte Abweichungen nicht vermieden werden können. Scanplan in der Größe anpassen. Wählen Sie nun im Menü Bearbeiten alles auswählen. Rechtsklicken Sie auf den Scanplan und wählen Position und Größe. Im Dialog Position und Größe sehen Sie die Maße für die Breite und Höhe. Dreisatzberechnungen. Dreisatz waagerecht, Dreisatz senkrecht. Die Ergebnisse tragen Sie nun bei Position und Größe ein. Die Maßlinien sollten nun die Türmaße 88,5 cm widerspiegeln. Wählen Sie die ganze Zeichnung wieder ab mit Escape. Um dann die beiden Maßlinien nacheinander auszuwählen und zu löschen. Nun sollte die gesamte Zeichnung dem vorgegebenen Maßstab 1 zu 100 entsprechen. Entfernen von nicht benötigten Details im Scanplan. Viele der vorhandenen Details der Zeichnung benötigen Sie für einen Installationsplan nicht. Aktivieren Sie die Ebene Weiße Fläche.
Überdecken Sie nun alle Zeichnungsdetails mittels Rechtecken. Zeichnen Sie also ein beliebig großes Rechteck in die ebene, weiße Fläche. Dieses Rechteck verschieben Sie auf einen in der Zeichnung dargestellten Raum. Passen Sie das Rechteck auf die Größe des Raumes an. Auf diese Art können Sie zunächst alle gewünschten Flächen mit Rechtecken verdecken. Wählen Sie nun alle Rechtecke aus. Achten Sie darauf, die im Hintergrund liegende Zeichnung nicht mit auszuwählen. Setzen Sie nun die Farbe der Fläche auf Weiß. Für die Linien der Rechtecke stellen Sie den Linienstil auf Kein. Setzen Sie die Ebene mit den Rechtecken auf Gesperrt. Wiederherstellen einzelner Details. Wie Ebenen eingefügt werden, haben Sie zuvor gelernt. Klicken Sie auf die Ebene Türen. Zeichnen Sie mittels der Linienfunktion die Zimmertüren wieder ein. Genauso können Sie nun die Raumbezeichnungen in die Ebene Raumtexte wieder einfügen. So können Sie den Text im weiteren Verlauf beliebig bearbeiten oder verschieben. Speichern Sie dieses Dokument zunächst ab. Installationszeichen einfügen. Der nächste Schritt ist das Einfügen von Installationszeichen. Aus einer zum Beispiel selbst erstellten Bibliothek entnimmt man die entsprechenden Zeichen für Steckdosen, Schalter, Leuchten und so weiter.